Mangos tut man mit die Füße stampfen. Mit fertig ist, kann ich viel mampfen. Mangos stampfen, stampfen, nur am Feiertag. Mangos mampfen, wie ich es mag. Seht nur her. Oh nein, ich habe nichts damit zu tun. Was ist mit dem Thron, den wir dir gebaut haben? Ich weiß nicht. Er ist verschwunden und meine alte Throne von alleine erschienen. Aber ist dir egal. Was nicht egal ist, sind meine Geschenke. Maurice, wo sind meine Geschenke? Ich kann keine Party ohne Geschenke machen. Ich frage nur ungern, aber... Genug. Es ist mir egal, was Julian über uns weiß. Wir sind nicht seine Diener. Gehen wir, Pinguine. Halt! Wenn ihr uns nicht bei die Mango-Party helft, werde ich allen von Dänemark erzählen. Ach komm schon, lass einen Bluff auffliegen, Skipper. Gib dein Schlimmstes. Dänemark wird, von Wikingern bewohnt? Seht ihr, ich wusste es, dein Gedankenlesegerät ist nicht echt. Das ist ja, als ob du ein Gedankenlesegerät hast. Trotzdem Mango-Party? Skipper, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Alles ist gut. Ich erkläre Operation Pürierte Mango zum Erfolg. Ja, ja, ja! Das ist die beste Mango-Smoothie, die ich je hatte. Das ist die beste Mango-Party aller Zeiten. Ich lüge nicht. Ah, hallo, Pinguin. Ich bin es, King Julian, euer König. Mir gefällt, was ihr hier gemacht habt. Wir machen hier gerade ein streng geheimes Experiment. Streng geheime Experimente sind nicht so streng geheim, wenn du dem ganzen Zoo davon erzählst, Private. Oh, ich liebe Geheimnisse. Wie wäre es, wenn ihr für mich den geheimen Schatz von Lemur Carmen findet? Lemur Carmen? Davon habe ich in meinem Studium der Weltgeschichte nichts gehört. Ich kann nicht glauben, dass ihr die Geschichte nicht kennt. Die Legende nach war Bistro ein alter Lemurenkönig, der über die ganze Welt herrschte. Er war die beste Tänzer aller Zeiten und es war seine magische Schatz, die ihm seine Tanzkräfte verlieh. Er belegte seine Schatz mit einem schrecklichen Fluch für jeden, der ihn nehmen wollte. Aber da ich nun König bin, machte mich das zum rechtmäßigen Besitzer von diesem magischen Tanzgutschatz. Ich muss ihn einfach haben und ihr müsst ihn für mich finden. Meinen Berechnungen zufolge ist dieser Schatz seit langer, langer Zeit verloren. Wo sollen wir anfangen? Kinderleicht, kinderleicht. Nehmt einfach diese Karte zum geheimen Grab von Lemur Carmen. Der Schatz ist genau hier. Hier ist er. Das scheint eine sehr gute Schatzkarte zu sein. Wo hast du sie gefunden? Ich weiß nicht. Maurice ist für das Finden zuständig. Ich nur für das Haben wollen. Faszinierend. Warum suchst du den Schatz nicht selbst? Oho, hoppla. Hatte ich nicht die Fluch erwähnt? Ich bin doch nicht so dumm, einen Schatz zu suchen, die verflucht ist. Ihr seid jedoch genau richtig dafür, den Schatz zu suchen und mir zu bringen. Flüche sind für Memmen. Wir übernehmen das Ringelschwanz. Jungs, wir haben ein verlorenes Grab zu finden. Also Jungs, anscheinend müssen wir durchs Affengehege, um zum Grab zu gelangen. Entschuldigung, mein Herr, aber darf ich bitte wissen, was du und deine Kumpanen hier in meinem Gehege herumzuschleichen habt? Wir schleichen nicht. Wir haben einen streng geheimen Auftrag. Wir suchen einen versteckten Lemurenschatz. Rico? Sagtest du etwas von einem versteckten Eingang? Davon haben wir mindestens ein halbes Dutzend im Affengehege. Phil weiß, wo sie alle sind. Dann lasst uns diesen Primaten suchen. Phil ist auf der anderen Seite des Geheges. Ich lasse ihn wissen, dass ihr unterwegs seid. Wie sollen wir da rüberkommen, Skipper? Übereinander stellen, Männer! Angriffsstapel, Männer! Wow. Wow. Formation auflösen!
Private. Bereit für Action. Das sieht nach einer Aufgabe für mich aus. Ich hoffe, dass hier drin keine Dachse sind. Private, einsatzbereit. Skipper, melde mich zum Dienst. Kowalski, melde mich zum Dienst. Skipper, Einsatz. Übereinander stapeln und angreifen. Rührt euch, Jungs. Kowalski hier. Mach los. Skipper, bereit für Angriff stapeln, Männer. Formation auflösen. Yeah. Kowalski bereit zum Abmachen. Man weiß nie, welche schönen Sachen man finden kann. Skipper hier, übereinander stapeln und angreifen. Oh. Rührt euch, Jungs. Angriffsstapel, Männer. Formation auflösen. Einander stapeln und angreifen. Rührt euch, Jungs. Private, melde mich zum Dienst. Hallo, ihr Pinguine. Hier oben. Da sind Phil und Mason und da ist eine Werkbank. Da die Werkbank translokiert wurde, kann ich vielleicht Wissenschaft nutzen, um uns da rüberzubringen. Wir müssen für Kowalski ein paar wissenschaftliche Materialien finden. Das sieht nach einer Aufgabe für mich aus. Ich hoffe, dass ich lege die Sachen, die ich eingesammelt habe, Skipper, zur Werkbank. Melde mich zum Dienst. Angriffsstapel, Männer. Formation auflösen. Kowalski zu... Hey, ist dafür nicht das Personal verantwortlich? Skipper, bereit, übereinander stapeln und angreifen. Rührt euch, Jungs. Stapel, Männer. Material abgelegt. Formation auflösen. Kowalski hier mit Wissenschaft. Oh.
Skipper einsatzbereit. Phil sagt, der geheime Eingang, den ihr sucht, befindet sich im Chamäleongehege. Oh, aber das Chamäleongehege ist abgeschlossen, seit alle Chamäleons entkommen sind. Da kommen wir nicht rein. Kowalski, Optionen. Ein Tritt von vorn ist nicht gut. Das gleiche gilt für die Rückseite. Aber zusammengenommen hat man einen klasse Tanzschritt. Das Chamäleonhaus hat ein Oberlicht. Dort könnt ihr hinein. Das könnte klappen. Aufs Dach! Danke für die Hilfe, Phil und Mason. Ich setze das auf meine Liste. Ihr schuldet mir was.